Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Reihe Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeitsräume. Für dieses Video solltest du bereits wissen, was ein Zufallsexperiment ist, wie man den Ergebnisraum bestimmt und in Mengenschreibweise notiert und außerdem, wie man Ereignisse bzw. Elementarereignisse bestimmt und diese ebenfalls aufschreibt. Unser Ziel für dieses Video wird sein, ein Zahlenmaß für die Wahrscheinlichkeitsrechnung kennenzulernen, und zwar die Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorov. Wir sind jetzt in der dritten Box auf der ersten Seite der Arbeitsblattreihe und nun wird das Zahlenmaß beschrieben. Dabei steht, dass jedem Ereignis, wir wissen ja bereits, was Ereignisse sind, eine Zahl zugeordnet wird. Diese Zahl ist das p von a, also dieses p mit a in der Klammer. Das funktioniert wie bei einer Funktion. Wir nehmen ein Argument, in diesem Fall das Ereignis, und werfen das ein und bekommen im Gegenzug dann wieder eine Zahl, also das p von a, ausgeworfen. Und diese Zahl, die sich dahinter versteckt, ist einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieses Ereignis eintritt. Das P bei P von A kommt übrigens vom englischen Wort für Wahrscheinlichkeit, nämlich Probability. Und diese Zuordnung, die wir hier haben, also dieses Zahlenmaß, das uns zu einem Ereignis eine Zahl für die Wahrscheinlichkeit liefert, muss auch noch ein paar Eigenschaften erfüllen. Zuallererst einmal, die Zahl, die wir herausbekommen, ist immer in dem geschlossenen Intervall von 0 bis 1. Also sie ist größer gleich 0 und kleiner gleich 1. Die zweite Eigenschaft ist, dass die Wahrscheinlichkeit für den Ergebnisraum Omega gleich 1 ist. Das kennen wir bereits. Es handelt sich nämlich dabei um das sichere Ereignis. Und die dritte Eigenschaft, die uns noch häufig begegnen wird, weil wir damit gut rechnen können, ist der Fall, dass wenn wir zwei Ereignisse haben, die keine gemeinsamen Ergebnisse haben, also die sich nicht überschneiden, dann bekommen wir die Wahrscheinlichkeit für den Fall, dass entweder das eine Ereignis oder das andere Ereignis eintritt, indem wir einfach die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Ereignisse zusammenrechnen. Damit du dir besser vorstellen kannst, wie das in der Praxis funktioniert, schauen wir uns jetzt gleich ein Beispiel an. Wir nehmen wieder unseren klassischen sechsseitigen Würfel und gehen anhand dieses Beispiels die drei Eigenschaften durch. Wir haben, wie gesagt, den Ergebnisraum mit den Augenzahlen von 1 bis 6 und die erste Wahrscheinlichkeitseigenschaft sagt uns ja, dass die Zahl, die wir ausgeworfen bekommen, immer zwischen 0 und 1 liegt. Nur so ein klassisches Beispiel, die Wahrscheinlichkeit dafür, einen Sechser zu würfeln, also die Probability für die Augenzahl 6, also für die Menge mit dem Element 6, ist gleich ein Sechstel. So würde das aufgeschrieben werden. Dann schauen wir uns mal an, wie die untere Grenze, nämlich der Nuller, zustande kommt. Du kannst dich vielleicht noch an das unmögliche Ereignis, das wir in einem anderen Video bereits angesprochen haben, erinnern. Das ist der Fall, wenn die Teilmenge keine Elemente hat. Also wir suchen jetzt hier die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die leere Menge zustande kommt. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist gleich 0. Das unmögliche Ereignis kann nämlich nicht eintreten. Nun kommen wir zur zweiten Eigenschaft, die auch mit der oberen Grenze, mit dem Einser verknüpft ist, nämlich zum sicheren Ereignis. Damit du nochmal besser nachvollziehen kannst, was hier passiert, also warum die Wahrscheinlichkeit für Omega gleich 1 ist, nutzen wir das, was wir oben stehen haben und sehen dann, wenn wir P von Omega mit Omega austauschen, also die Menge des Ergebnisraums einsetzen, dann ist uns vielleicht ein bisschen besser klar, warum das gleich 1 sein muss. 1 steht hier für 100%, also das muss mit Sicherheit passieren. Und wenn wir uns überlegen, was passiert, wenn wir den sechsseitigen Würfel würfeln, ist uns auch sofort klar, dass wir auf jeden Fall eine dieser Zahlen würfeln werden. Ganz egal, welche es ist, eine davon wird dann oben aufliegen, nachdem das Experiment durchgeführt wurde. Und das ist auch der Grund dafür, warum diese obere Grenze, also die höchste Wahrscheinlichkeit, die wir haben können, gleich 1 ist. Jetzt zur dritten Eigenschaft, nämlich, dass wir Wahrscheinlichkeiten addieren dürfen, wenn die Ereignisse, mit denen wir es zu tun haben, keine gemeinsamen Ergebnisse haben. Als Beispiel schauen wir uns folgende Wahrscheinlichkeit an, und zwar, wir möchten wissen, wie wahrscheinlich ist der Fall, dass wir eine gerade Zahl würfeln. Der Wahrscheinlichkeitswert setzt sich hier aus den Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen geraden Augenzahlen zusammen, weil wir uns überlegen, dass wir entweder eine 2, eine 4 oder eine 6 würfeln können. Das heißt, wir suchen also die Teilwahrscheinlichkeiten für diese einzelnen, also für die Elementarereignisse. Diese kennen wir, das ist nämlich jeweils ein Sechstel, das heißt, wir können die Wahrscheinlichkeiten entsprechend einsetzen und im Endeffekt summieren wir dann einfach dreimal ein Sechstel auf und kommen auf drei Sechstel oder als vollständig gekürzter Bruch ein Halb. Hier habe ich jetzt nochmal das komplette Kästchen eingeblendet. Diesmal sind auch die Zusatznotationen dabei. Also hier bei der ersten Eigenschaft steht nochmal dabei, dass die Wahrscheinlichkeit eben nicht kleiner als 0% oder größer als 100% sein kann. Das sind jetzt einfach nur die Wahrscheinlichkeiten in Prozent angegeben. Bei der zweiten Eigenschaft steht dann auch dabei, dass das Ergebnis mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit im Ergebnisraum liegt. Wir haben jetzt gesehen, warum das sofort klar sein muss.
Und bei der dritten Wahrscheinlichkeit steht noch dabei, dass man genauso gut auch sagen kann, dass die beiden Ereignisse, mit denen man rechnet, einander ausschließen. Wichtig ist für uns jetzt Folgendes: Das Ganze, also das Zuordnungszahlenmaß mit den drei Eigenschaften, ist unser Wahrscheinlichkeitsmaß, diese Funktion p. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.